schwerste psychische und körperliche Schäden erlitten hat. Und der Staat würde... Das ist Wolfgang Knese, mein Freund, mit der als erstes geflohen ist und durchgekommen ist und die deutsche Regierung ihn nicht akzeptiert haben. Bis wann war die deutsche Politik unwillig, die Vergangenheit der Sekte ernsthaft aufzuarbeiten? Heute hat ein offener Gesprächskreis der SPD geladen. Angeblich wollen erstmals Abgeordnete aller Fraktionen die Verbrechen der Sekte aufarbeiten. Hier in diesem Film kommt, dass der deutsche Staat die Entschädigung gemeinsam beschlossen hat und genehmigt, aber leider bis heute nicht da.